Auch an Weihnachten lassen einen die Gespenster, die einen das Jahr über verfolgen, nicht los. Mich hat so eines verfolgt und ich musste im Nachhinein über mich selber lachen. Kurz vor Weihnachten bekam ich Post von meiner Bank. Da hieß es, wir haben eine persönliche Mitteilung für Sie. Schauen Sie doch mal online in Ihr Postfach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir wurde es sofort mulmig zumute, sehr mulmig zumute. Warum? Weil mir inzwischen 4 Banken das Konto gekündigt haben und ich war schon ganz aufgeregt beim Öffnen des Postfaches. Und dann stellte sich heraus, es war keine neue Hiobsbotschaft, keine neue Kündigung des Bankkontos. Es war nur ein Weihnachtswunsch. Ja. Weihnachten. Euch allen ein frohes Fest, ein besinnliches Fest. Und ich erinnere mich noch, letztes Jahr habe ich daran erinnert, meine Oma sagte immer, wenn es ganz finster wird im Tunnel, dann kommt auch irgendwann das Licht. Und letztes Jahr hatten wir ja noch diese massivste Diskriminierung, auch zur Weihnachtszeit, dass man als Ungeimpfter sich als Mensch zweiter Klasse fühlte, das aber nicht sagen durfte, weil sonst wäre man böser Nazi gewesen. Und zumindest das ist jetzt einmal vorbei. Man kann auch als Ungeimpfter Sport machen in Restaurants. Man kann sich jetzt über das freuen, was in einer normalen, funktionierenden Demokratie eine absolute Selbstverständlichkeit sein sollte. Das ist die gute Nachricht, dass das Licht gekommen ist. Die schlechte Nachricht ist, dass dafür neue Tunnel angefangen haben. Wir haben diesen schrecklichen Krieg mitten in Europa. Wir haben massive Probleme mit der Energieversorgung. Wir haben eine massive Inflation. Immer mehr Menschen müssen um ihr Überleben zittern. Und von daher ist diese gute Nachricht, dass der Corona-Wahnsinn etwas nachgelassen hat, wird konterkariert von vielen neuen schlechten Nachrichten. Dennoch, ich denke, in dieser Weihnachtszeit braucht man eine Nachrichtenauszeit, wäre auch mein sehnlichster Wunsch. Ich habe es auch mit meinem Team diskutiert, ob wir nicht mal ein paar Tage nichts machen, aber ich wurde überstimmt. Es hieß, wir sind echte Journalisten, wir müssen weitermachen und ich bin eigentlich auch dafür. Aber Sie, als ihr, als Zuschauer oder als Leser oder beides, ihr könnt es euch gönnen, denn ich glaube, dieser ganze Wahnsinn, den wir hier wirklich täglich erleben, wo man die Nachrichten anmacht und denkt, bin ich in einem Irrenhaus, da braucht man eine Pause. Wenn man die nicht hat, diese Pause, dann sieht man bald so unausgeschlafen aus, wie ich im Moment aussehe. Mutet euch das nicht zu. Nehmt euch eine kurze Auszeit. Man braucht das wirklich, das ist meine Überzeugung. Da könnt ihr jetzt lachen und könnt sagen, das ist wie der Alkoholiker, der predigt, trinkt keinen Alkohol. Ich, der Nachrichten-Junkie, sagt nachrichtenfreie Zeit. Aber vielleicht kann ich ja auf diese Art und Weise als schlechtes, abschreckendes Beispiel dienen. Also bitte etwas Erholung um die Weihnachtszeit. Und ich möchte heute Weihnachten auch als Anlass nehmen, um euch allen ganz, ganz herzlich zu danken. Ich glaube, ich wäre verrückt geworden ohne diese große Community, die sich gebildet hat, ohne die ganz, ganz vielen Unterstützer, die mir Mails schicken, die mir Kommentare schicken, die sich auf andere Weise melden, die finanziell und unterstützen, ohne diesen Austausch, ohne die Gewissheit, dass nicht ich der Verrückte bin, sondern dass offenbar noch viele andere Menschen sehen, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Ohne diese Gewissheit weiß ich nicht, wie ich diese Corona-Zeit, diese verrückte Zeit überstanden habe. Und ich bekomme immer wieder Zuschriften, Rückmeldungen von Zuschauern, von Lesern, die sagen, ihnen geht es genauso. Und deshalb muss ich sagen, bei all diesen Schrecken der Corona-Zeit, bei all den Schrecken, die wir in der Politik haben, es hat auch seine guten Seiten, dass man gelernt hat, es gibt viele Leute, die ihr Herz am rechten Fleck haben. Es gibt viele Leute, die kritisch denken. Und der Eindruck, den man uns vermitteln will aus der Politik, aus den Medien, dass alle, die eine andere Meinung haben, die nicht mit dem Strom schwimmen, dass die böse, böse Nazis, Radikale, Querdeppen, Verschwörungstheoretiker sind, dieser Eindruck, der ist entlarvt. In diesem Sinne, ganz, ganz vielen
herzlichen Dank. Auch allen, die mir jetzt zu Weihnachten nochmal was geschickt haben oder überwiesen haben, rührt mich zutiefst. Ist eine ganz, ganz tolle Motivation. Freut mich riesig. Ja, in diesem Sinne, nein, einen Doppelwumms hier, den bekommt ihr von mir nicht, aber die besten, besten Wünsche zu Weihnachten. Ein frohes Fest, ein besinnliches Fest und einfach nur nochmal Danke und meine Demut auch ein bisschen, dass ich bei allen Schwierigkeiten, die es gab, dass ich diese ganze Zeit in froher Laune, trotz allem in guter und optimistischer Stimmung und ohne meine Lebensfreude zu verlieren, überstanden habe. Und das freut mich eigentlich am meisten und das ist auch euer Verdienst, dass ich die Lebensfreude mir bewahren konnte. Wenn ich mir viele anschaue von diesen linken Gesinnungskriegern, ob das jetzt der Restle ist oder andere, die wirken so verbittert, die wirken so unglücklich und so, als ob sie wenig Freude hätten. Und ja, vielleicht ist das die gerechte Strafe von oben. Ich weiß es nicht, aber ich freue mich da einfach, dass wir nicht so sind, das weiß ich auch aus den Leserzuschriften, dass ihr euch auch oder die meisten von euch dieses in sich ruhen und diese trotz allem Freude nicht nehmen lassen. In diesem Sinne viel Sonnenschein, frohes Fest, alles Gute, danke, ciao. Ja, und sorry, wenn es vielleicht ein bisschen eine Predigt geworden ist, aber zu Weihnachten soll das mal erlaubt sein. Danke, ciao. Frohe Weihnachten. Reitschuster.de